Fortuna Linnich, Kreisliga B, Staffel 1. Und zwar heute auswärts angetreten bei der Germania Kirchberg. Der Trainer Georg Rothkranz ist zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Jochens. Herr Rothkranz, zweite Saison Fortuna Linnich in der Kreisliga B. Kurz jetzt in den ersten Spieltagen. Ist man schon wieder angekommen oder muss man sich noch eine Einfühloase oder eine Einfühlsphase, sage ich mir, widmen? Ja, momentan ist ja nach der Vorbereitung, ich sage mal nach einer langen Vorbereitung, würde ich sagen, mit einigen Verletzten, wie das dann immer so ist. Hast du jetzt einen dritten Spieltag, musst jetzt auch erstmal den Rhythmus finden. Zu 100% haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, das wäre auch vermessen, wenn du jetzt schon 100% Form hättest. Aber ich sage mal, wir sind auf einem guten Weg. Wobei heute nicht so, ich sag mal, zu meiner vollsten Zufriedenheit gespielt worden ist. Ja, Sie sagen jetzt, Sie sind nicht zufrieden als Trainer, aber Sie saßen noch gar nicht auf der Bank, bereits in der ersten Minute, Tor für Ihre Mannschaft. Was will der Trainer denn mehr erreichen? Nein, aber auch gut rausgespielt, direkt am Anfang über links, Marvin Wilms spielt direkt nach innen rein, über außen. Und dann ist der Mert Aslan, der schiebt das Ding dann rein. Das war schon gut rausgespielt. Wir haben auch die erste Halbzeit, in den ersten 30 Minuten haben wir auch gut den Ball laufen lassen, waren auch klar besser, da muss man sagen. Und dann haben wir auch das 2-0 nachgelegt in der 20. und 25. Minute. Bis dahin war auch alles gut, ja, und haben dann Ball vertändelt hinten, eine Vorlage geben, wobei unnötig unter Druck, anstatt einen Außen wegzuspielen. Ja, und dann kriegst du dann ein Tor abgefällt, 2-1. Und dann ist das so, wenn 2-1 ist, dann ist alles so ein bisschen nervöser. Das Spiel war nicht mehr so klar und deutlich wie bis dahin. Und gut, bis zur Halbzeit habe ich gesagt, gut, bis dahin ging es im Großen und Ganzen. Ja, in der Halbzeit wurde natürlich der Dreh entsprechend analysiert. Ist denn nach dem Anschlusstreffer so ein bisschen der Schlenderhahn eingetreten oder ist das Ganze erst in der zweiten Halbzeit gekommen, weil Sie eben sagen, ich war nicht zufrieden, trotz Sieg? Ja, die zweite Halbzeit war eigentlich nicht intensiv von beiden Seiten. Hätten eigentlich noch ein bisschen mehr Gas geben müssen, nachsetzen. Wir hatten noch klare Chancen, auch vor allem in der ersten Halbzeit, wo du sagst, die musst du eigentlich machen, hundertprozentige, da ärgert einen dann auch als Trainer, wo du sagst, hey, du kannst den Sack zumachen, machst es nicht und gehst dann bis zur Halbzeit 2-1, wo du sagst, unnötig. Und dann baust du in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Druck auf, wobei nicht mehr viele Torschancen hüben und drüben nicht mehr waren. Aber der Spielfluss, der war weg. Und da habe ich gesagt, das ist dann letztendlich so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ne? Zumal, gut, heute vier Spieler gegenüber letzten Spielen nicht von Anfang an spielen konnten, die nicht da waren. Dann merkst du auch die Umstellungen. Aber ich habe auch nach dem Spiel gesagt, mehr wie 3 Punkte können wir nicht holen, aber wir müssen uns steigern. Sie müssen sich steigern, aber nach 3 Spielen, Sie haben es angesprochen, die Vorbereitung hin und her. 3 Spiele, 9 Tore, nur 2 Gegentore, spricht ja für Ihre Defensive, beziehungsweise auch für Ihre Offensive. Aber die Kollegen aus Krauthausen sind ja, sag ich mal, auf gleicher Höhe. Wie sehen Sie denn nun die nächsten Wochen? Wo wollen Sie denn Ihre Stellschrauben noch verändern, dass Sie den Erfolg fortsetzen können? Ja, wir müssen weiter, du merkst einfach auch den Spielfluss. Das hängt natürlich auch zusammen, wenn du dann permanent umstellen musst. Bedingt durch Ausfälle und da müssen wir einfach gucken, dass wir mehr Kontinuität kriegen, damit wir noch besser Abläufe reinkriegen und dann auch vor allen Dingen vorne, das ist eine Prio für mich eins, viel mehr Torverwertung bei diesen klaren Chancen. Das zieht sich aber schon länger hin, hat man vorher ja auch viele Chancen rausgearbeitet, viele Tore geschossen und trotzdem musst du sagen, das muss trotzdem besser werden. Wie sieht es denn aus für die kommenden Aufgaben? Ist Ihre Mannschaft dann wieder komplett oder haben Sie noch ein paar Baustellen auf der Bank sitzen? Ja, jetzt wir spielen jetzt am kommenden Freitag gegen Edern. Wir werden wieder ein oder andere wieder zurückkommen. Das schon. Wir hatten jetzt heute dank unserer Reserve, die vorher gespielt hatten, noch von denen noch 3 Spieler bekommen für auf der Ersatzbank. Da wissen wir dann heute mager war, aber ich sag mal nächste Woche. Denn normalerweise ist der Kader dann wieder groß und sagst du, oh, wen tust du jetzt rein? Ich weiß gar nicht, weil wir so viel auf der Bank sitzen haben, aber das gibt es bei allen. Aber im Großen und Ganzen ist das von der Leistung 3 Spieltage ist okay. Ja, und man muss nur gucken, dass man dranbleibt und meint nicht, das wird jetzt allen alles geschenkt.
Der Trainer ist natürlich auf die nächsten Aufgaben schon konzentriert, vor allen Dingen am Freitagabend gegen Edern wird Ja. bestimmt ein interessantes Derby, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch die Spiele, wofür du hier seit Mars, ich sagte heute einen hier von Kirchberg, das ist doch interessant. Auch wenn das manchmal nicht so von der Qualität manchmal so top ist, wo du sagst, es geht besser, keine Frage. Aber trotzdem die Spannung und das sind so Spiele, was die Leute interessiert, was so im Wochenalltag dann diskutiert wird. Das ist so, was auch im Amateurfußball, wo du sagst, ja, das ist genau das Freitagabend Flutlichtspiel. Und dann so ein Lokalduell, das macht dann auch Spaß. Giersch Rothkranz aus Linnich von der Fortuna. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, danke gleichfalls.